Liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge Skimmel 2. Mit dem? Talon. Ganz genau. Und ja, ihr seht natürlich jetzt schon ganz gespannt hier. Oha, ich habe weitergebaut. Oh ja. Und es ist zwar nur so ein bisschen wenig, aber... Und übrigens, diese Folge ist vorproduziert, deswegen nicht wundern, wenn ihr in der Zeit, wo ihr das hier jetzt seht, dieses Video, alles eigentlich schon ganz anders aussieht. Denn wenn dieses Video rauskommt, sollen eigentlich schon die Bürgermeisterwahlen fertig sein, wo ich das hier aufnehme. Ich kann man euch mal die Bürgermeister abwählen. Ja, das ist ein bisschen schade, aber... Okay. Okay. Und was ich machen wollte, ich wollte hier das fertig bauen. Wo habe ich denn hier? Ah, da ist es ja. Okay, das ist leider so ein bisschen verbuggt hier, dass es so ist. Ich weiß nicht wieso, ob das am Tetrapack dran liegt. Ich weiß nicht wieso, aber es ist mir eigentlich gerade so ein bisschen egal. Wisst ihr was? Ich zeige euch gleich mal eine richtig tolle Welt. Und zwar werde ich da etwas zeigen. Da habe ich als erstes, hier so ein bisschen Farben, um das ganze Quarz herzubekommen. Und danach habe ich halt dann... Upsala, ich glaube, ich mache einfach so. Und danach habe ich einfach das hier so aufgebaut. Und da wohnt der Zelle. Ich glaube, es war noch nicht so weit in der letzten Folge, denke ich. Ja, die Welt ist auch noch neumodisch aus. Also, es ist immer noch unterschiedliche Idee. Also, ich werde das noch besser bauen. Natürlich auch ausgebracht. Ich habe schon ein bisschen Quarz geplant, aber vorläufig nehmen wir erstmal das. Ich zeig euch jetzt einmal kurz die Truhen, die ich so habe. So, da ist Stein, das sind so die Erze. Ja, hier das ist Redstone, das kann man halt schlicht erkennen, das ist Lapis. Und hier ist ein Diamant. Das hat der... Wie heißt es nochmal? Der... Hund? Tellem. Genau, der Boss bei K hat das gefarmt. Das stimmt nicht, was du gesagt hast. Diamant hier einfach in das Inventar zu... bringt nicht den Erfolg. Oder ich hatte den schon. Kann sein, geh mal auf Escape und dann unter Vectorgame links ist Achievements. Achievements? Ja, Achievements? Nee, das habe ich noch nicht. Nicht? Davor muss ich erst einen Diamant abbauen. Aber hier steht, glaube ich, dass ich das schon habe. Aber ist ja egal, ist egal. Hier habe ich die Mob Drops. Und da sind so ein paar Werkzeuge. Nicht jetzt. Und hier ist Holz und Essen, da ist gar nicht Essen drin. Das habe ich noch überhaupt gar nicht alles sortiert. Und jetzt möchte ich euch dann erstmal kurz etwas zeigen, wie hier das Ganze aussehen wird. Und zwar, ich habe ja hier im Nether einmal ein bisschen Quarz gefarmt. Das habe ich dann alles zu Quarzblöcke verarbeitet. Und habe so dann einfach mal von meiner und Bauer 2 Cars Villa den Umriss gemacht. Und dann habe ich das Ganze auf einer Singleplayer Welt auch da aufgebaut und habe alles vorgebaut, wie die ganze Villa aussehen soll, und das zeige ich euch dann mal jetzt. So, jetzt sind wir nämlich da angekommen. Oh, ich bin ja hier in Kreativ, das habe ich ganz vergessen. Oh, diese Wand muss eigentlich sowieso weg, aber ich schreibe sie jetzt erstmal nicht ab. Und zwar habe ich hier jetzt erstmal vorgebaut. Unser Haus wird auf jeden Fall 3 Stockwerke hoch haben, weil das ja einfach nur so klein ist, dieses Haus. Und ich zeige das einmal von außen. Was haltet ihr davon, wenn das so aussehen wird? Ja, damit bin ich auch noch nicht so einverstanden. So. Okay. Und so, das war's auch schon damit dann wieder. Ich bin mit 2 Sachen nicht zufrieden. Einmal hiermit und einmal hier wird ein Pool hinkommen und hier werde ich noch so eine Überdachung und sowas machen. Und der dritte Stock, das was da hinten ist, möchte ich euch leider jetzt noch nicht zeigen. Das wird es sehr wahrscheinlich auch gar nicht auf meinem Kanal geben. Deswegen zeige ich es euch auch erstmal gar nicht. Okay. Und der dritte Stock wird dann nicht genauso wie die ersten und zweiten Stücke sein. Also, ich meine, der zweite Stock wird nicht so wie der erste und hier die Grundetage sein, sondern da werde ich, also hier sind ja die, die Wände sind immer so. Ja, nein, kann ich gerade nicht. Die Wände sind ja hier immer so und da werde ich hier dann anders machen. Zum Beispiel hier werde ich erstmal, das weiß ich aber noch nicht ganz genau. Hier wird halt so ein Einkommensbereich sein. Hier wird es wahrscheinlich dann der Essbereich sein, also Essen und sowas. Hier wird das Wohnzimmer sein und da wird dann der Fernseher sein. Da geht es dann raus, um in den Pool zu gehen. Vielleicht wird dann noch größer. Das steht alles noch nicht fest. Hier, das wird das Lagersystem. Das kennt ihr auch schon aus dem richtigen Skimmel. Nur da habe ich dann nicht die anderen
Kisten gebaut. Reicht das so? Ich weiß es nicht, aber ich denke eigentlich schon, dass es so reicht für uns beide. Im zweiten Stock sind dann unsere Schlafzimmer und sowas. Weil in Skimmel 1 habe ich halt es nicht geschafft, irgendwie alles so schön zu machen, also richtig einzurichten. Dazu kam ich einfach nicht. Skimmel 1 war so doof, meiner Meinung nach. Denn es. Naja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich gehe einfach mal wieder zurück. So, da bin ich gerade mal wieder. Oh, so. Genau da, wo ich komme, fängt es einfach an zu regnen. Ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht ins Wort reingeredet, weil der Teller nimmt jetzt leider auch auf. Und jetzt ist nicht schlimm. Okay, gut. Ich brauche jetzt Lena und mir. Okay, dann würde ich jetzt einmal meinen Zuschauern zeigen, was der Tim alles so hat. Jetzt hier mit dem Simon-DE hat er angefangen, ein Haus zu bauen. Es muss noch neumodig werden. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass er das Ganze aus Quarz noch in das Stein ersetzen. Gut so. Ich guck mal, ich war nämlich noch gar nicht bei euch drin. Okay, ihr habt hier ein Lagersystem. Ich kann gar nicht bei euren Sachen zugreifen, deshalb bekomme ich wieder Schaden. Okay, bei euch war ich noch gar nicht. Bei euch war ich noch gar nicht hier im Nether-Portal. Aber es ist jetzt auch erstmal egal. Wieso? Das ist das zentralste. Auf dem Server sind das zentralste Nether-Portal, was gebaut wurde. Da kommt man immer in den Nether raus. Und in echt, also wenn man in den Nether reingeht, da rein und drauf. Ich glaube, hier sollen noch Tiere rein, ne? Hier sollen, glaube ich, noch Tiere rein, oder? Ja, der Tumble hat hier riesige neue Lava-Bucketen gesetzt. Und da ist die eine Kugel, die ich richtig schwer da reingekommen habe. Hat schon einen Arm gelang gehabt, ich weiß nicht wie lang, aber es war nicht so schlimm. Hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert. Und hier ist so eine vollautomatische Zuckerrohrfarm, oder was ist das hier? Ja, genau. Und hier ist auch schon ein bisschen Zuckerrohr drin. Ich hab natürlich. Ich kann da nicht zugreifen, ne? Achso, ja. Es sind 9,5,6 und 54 Papier. Okay, das ist schon einiges. Dann würde ich sagen, werde ich jetzt schon mal das Next machen, was ich in diesem Video vorhabe. Und zwar werde ich euch jetzt etwas zeigen. Oh, da joint gerade jemand. Hi! Ich gebe mal ein / Money, weil ich glaube, die haben jetzt endlich ein Plugin drauf getan. Oh ja, sie haben es. Money 750. Bei mir auch. Das ist auf jeden Fall was sehr Gutes, denn... Ja, dann können wir jetzt auch einfach in dieser Folge anfangen, einen Shop zu bauen. Da es noch keinen Bürgermeister gibt, werde ich in der Stadt noch nichts bauen, aber deswegen werde ich auch trotzdem noch am Ende der Folge dahin gehen und mal gucken, ob da noch schon etwas Neues hingebaut worden ist. Ich hoffe natürlich nicht, denn eigentlich soll da noch nichts geben, aber manche halten sich da einfach nicht dran und wissen einfach kaum was. Und da ist jemand, den habe ich gerade eben auch schon gesehen. Ich glaube, das ist der Nitrux-Gama, oder? Ach, der andere da. Okay. Das hier hat der Boss 2K gebaut. Ich finde, das ist... Und auch ohne. Mhm. Ja. So wie Küche. Weiß-schwarz. Weiß-schwarz. Und es ist auch ein bisschen altmodisch, aber komm, ist egal. Es ist noch gerade so in Ordnung. Ich habe 36 Schuhe. Richtig gut. Und deswegen würde ich jetzt, ja, und deswegen würde ich jetzt auch erstmal sagen, dass ich hier einen Shop hinbauen werde. Das werdet ihr dann jetzt in einem Zeitraffer sehen. We'll be right back.
So, jetzt bin ich auch mal wieder da nach dem Zeitraffer. Und übrigens, liebe Zuschauer am Rande, ich hatte eigentlich gedacht, dass für Skimmel die Vorbereitungszeit richtig kurz dauert. So ist es auch. Aber die Aufnahme ist dafür umso länger. In Electricity ist es ja meistens so, dass ich irgendwie, kommt drauf an, in welcher Folge, so zwischen ja, allerwenigstens einer Stunde und allerhöchstens 10 Stunden. Und das meine ich ernsthaft. Ich glaube, ich habe schon mal 10 Stunden Vorbereitungszeit für Electricity gebraucht. Und dafür ist dabei die Aufnahme dann richtig kurz. Aber hierbei, bei Skimmel, zum Beispiel die erste Folge 55 Minuten Aufnahmezeit, was ich alles zurückschneiden musste. Und ja, es tut mir leid wegen dem einen Fail in der ersten Folge mit der Lautstärke. Aber okay. Und in der zweiten Folge habe ich, glaube ich, 35 Minuten Aufnahmezeit. Und jetzt in hier dieser, weiß ich nicht. Tellem, wo bist du gerade? Ich sortiere gerade. Okay, ist nicht schlimm. Weil, danke, liebe Zuschauer. Danke, lieber Tellem, meine ich natürlich. Und nicht, liebe Zuschauer. Für deine. Ich weiß nicht, was ich wegwerfe. Für deine Schere. Hier, dann gebe ich dir schon mal deine Schere. Danke nochmal dafür. Da. Ich habe das jetzt fertig gebaut und ich habe einen Zombie getötet, hat mir eine Karotte gegeben, das heißt, ich kann Karotten anbauen, auch wenn der Tellem schon Karotten hat, ich glaube wegen einem Dorf oder ich weiß es nicht, weil der Tellem hat Karotten. Ja, da hat er nämlich auch noch ein ganz kleines Feld, ich werde auch vielleicht demnächst noch, ah, ich auch, witzig, und ich werde dann auch demnächst eine Farm machen, sowohl eine Essenfarm, also mit so Sachen, die man halt ernten muss, als auch mit Tieren, dass ich Tiere züchte, um mehr Essen zu bekommen, weil Essen ist wirklich in Skimmel 2 ein großes Problem, weil da ist der der Schwierigkeitsgrad ist so hoch dabei. Okay, aber ich möchte jetzt nicht weiter reden und so sieht nämlich jetzt das Endprodukt aus. Ich finde, das ist eigentlich ganz in Ordnung, meiner Meinung nach. Das ist eigentlich ein recht schöner Shop. Bitte schreibt in die Kommentare, was ich alles hier so verkaufen soll. Hier wurde eine Villa, glaube ich, gebaut. Endlich mal etwas Neumodisches. Die Skimmelbank. Oh, da war ich auch noch nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, die ist noch nicht fertig gebaut. Ja, anscheinend soll die schon eröffnet sein. Da brauche ich schon keine Ahnung. Ich meine, ich brauche es nicht. Ich hoffe, ich hätte dir heute gefallen. Wenn ihr eins hat, lasst doch ein Like, einen Daumen nach oben. Dann bis bald!